So, wir sind jetzt hier. Hier drüben bekommen wir eine neue Quest. Seid gegrüßt. Findet Delat. Ach so, das ist der Verzauberding. Verzauberquest. So, was haben wir hier? Sprecht mit Erzmagier Khadgar beim Außenposten Sternenfall. Das wäre eine neue Quest für hier. Das wäre, oder? Ach hier. Gut, das können wir eigentlich in der nächsten Folge dann auch noch machen. Ich will jetzt nur mal hier draußen gucken. Nein. Kräutergarten ist mit 94 nicht freigeschaltet worden. Anglerhütte vielleicht. Ja. Also hier die Anglerhütte wird mit 94 freigeschaltet. Schroto-Zündlunte. Aha. So, was haben wir hier? Suche nach Hilfe. Findet einen ortskundigen Fischer, der uns zur Seite stehen kann. Wo finden wir denn den? Da unten. Komme ich jetzt hier irgendwie raus oder entlang? Weil das wäre eine schöne Abkürzung. Ich muss da kurz mal gucken. Ja, können wir eigentlich machen. Nee, können wir nicht machen. Wir reiten außenrum. Wir reiten außenrum, machen die eine Quest noch, dann ist die Anglerhütte freigeschaltet. Bei der Anglerhütte kann man auch verschiedene Sachen machen. Was genau, muss ich erst nochmal nachgucken. Leider bin ich nicht allwissend. Oder zum Glück. Also ich glaube, Allwissenheit kann ein Fluch sein. So, hier wäre der Außenposten. Das wollen wir jetzt nicht machen. Das wird, glaube ich, etwas dauern. Dann einmal hier runter. Ist das der richtige Weg? Ich weiß es nicht. Ja, da vorne müsste es nach links gehen. Und das. Uah, ein Elite. Ich glaube, wenn wir da vorne die Quest annehmen oder abgeben und annehmen, müssen wir dann hier hin. Weil, warum sollte das ansonsten hier sein? Bäh. Weg. Schön ausweichen. Verderbte Kröte. So. Einmal hier runter. Und da unten müsste dann der Anglermeister sein. Findet einen ortskundigen Fischer. Da müsste der Fischer sein, nicht der Anglermeister. So, da ist noch ein Hunderter, der questet. Aber hier waren wir ja auch schon einmal, glaube ich. So, der hier. Ihr seht aus, als wüsstet ihr, wie man Fische fängt. Ob ihr uns vielleicht helfen könntet? Lasst stets Barmherzigkeit walten. Quest beenden. Zeigt Madari, was ihr könnt, indem ihr 4 Mondpanzerscheren sammelt. Jetzt muss ich auch noch für den arbeiten gehen. Aber zum Glück ist es ja nicht so weit entfernt. Die müssten ja alle schön hier sein. Ach da. Ich hoffe nur, jeder droppt eins. Ich habe keinen Bock hier jetzt ewig rumzuquesten. Na, erster hat schon eins. Und zweiter hat eins. Also, wenn wir Glück haben, müssen wir nur 4 Stück killen.
Der hat auch eins. Heißt eine noch. Ja, ja, komm. Und das war's. Quest beendet. Dann einmal schnell abgeben. Außenrum. So, dann geben wir die Quest jetzt ab. Unser Ruhestein nach Hause ist auch gleich wieder bereit. Wenn wir den jetzt dazu bewegen können, zu uns zu kommen, und dann können wir den Ruhestein machen. So, Quest beenden. Zeigt mal Dari, was ihr könnt, indem ihr mit seinem Köder 5 Schattenstöre fangt. Willst du mich verarschen oder was? Ich soll hier jetzt angeln. Boah. Ich hasse angeln. So, dann tun wir mal hier den. Bringt 10 Minuten lang den Ding an. Ja. Ich habe hier unten nicht mal Angeln dran. Wo kriege ich denn Angeln? Hier, Angeln. So, also dann angeln wir mal. Gucken wir mal, ob wir 5 Stück fangen. Anglerhandbuch für Trainor. Ich hoffe nur, die Quest dauert hier nicht jetzt so lang. Naja. Dreimal ein Fisch. Also Langeln finde ich langweilig. Angeln finde ich ziemlich langweilig hier in WoW. Gut, in Stardew Valley ist es auch nicht gerade besser. Na komm. Ist da ein Angellehrer mit dabei? Ich muss erstmal kurz das Ding hier aktivieren. Gucken, ob ich da höher komme als nur 75, weil momentan kommen wir beim Angeln, glaube ich, nur bis 75. Ja. Und jetzt bis 700. Passt. Also wenn wir bei 700 angekommen sind, haben wir bestimmt alle 5 Fische, die wir brauchen. Oh, Nummer 2. Wahnsinn. Erster hat 3 Stück gebraucht, zweiter hat 4 Stück gebraucht. Ich hoffe, das ist kein Trend, der sich fortsetzt. Na komm. Komm. 1. Komm weiter. Eins. Können die hier eigentlich die Dinge, die Angelleisten nicht nur bis zur Hälfte machen? Das wird doch von der Wartezeit her reichen. Weil die erste Hälfte ist eh Schwachsinn, weil es eh meistens in der zweiten Hälfte kommt. Oh, Nummer 3. Ein Silberelite haben wir auch noch da. Ist doch sehr schön. So, komm, jetzt aber 2 Stück brauchen wir noch. Ich will hier nicht so lange rummachen. Außerdem haben wir nur noch 7 Minuten. Nummer 4, juhu. Und kriegen wir Nummer 5 auch? Ne. Und nein. Nicht mit diesem Wurf. Dann aber jetzt. Komm, du schaffst es. Du schaffst es. Immer noch nicht. Naja. Die Folge zieht sich um 2 Stunden in die Länge.
Na, Gott sei Dank. Es wird ja auch langsam Zeit. 4 Minuten geangelt. Toll. So. Kehrt mit dem Angelhandbuch der Abendruhe zu Ron Ashton in der Garnison zurück. Gut, dann machen wir jetzt Garnisonsruhestein. Und einmal ab zurück. Hier geht's raus. Genau. Und die Fliege, die nervt ohne Ende. Ach so, das Mondsturz-Gasthaus ist ja auch schon abgeschlossen. Also wenn ihr mich hier sehen könntet, wie ich hier die ganze Zeit rumfuchtel, würdet ihr euch kaputt lachen. Mit den Drecksfliegen hier. So, wir geben zuerst hier oben die Quest ab. Dann haben wir die Anglerhütte freigeschaltet. Weiter. Weiter. Und die Angelhütte ist freigeschaltet. Stufe 1 natürlich. Gut. Hier können wir jetzt Sachen kaufen fürs Angeln. Hier haben wir nichts. Hier haben wir einen Angellehrer, wo wir Dailies annehmen können. Da bekommen wir 15 Angelfertigkeitspunkte und eine Packung mit Angelbedarf. Vielleicht sind da auch Haustiere drin, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Werden wir aber nicht machen, weil Angeln dauert einfach zu lang und ist einfach zu langweilig. Mit 96 kann man, glaube ich, hier dann den Kräutergarten machen. So, das Einzige, was wir jetzt noch machen, ist das Garnisonsgebäude hier fertigstellen. Mondsturzgasthaus, Stufe 1. Können wir kurz mal reingehen. So, hier drüben haben wir zum Beispiel Bad. Holt in den Eisendocks ein verlockend glänzendes Etwas. Dafür bekommt man eine Geldkassette mit mysteriösen Schätzen. Hier hätten wir jemand besorgt, eine Albtraumglocke aus Auchidon. Kiste mit wertvollen Schätzen. Wenn man die annimmt, sollte man sie gleich machen, weil am nächsten Tag sind andere Leute da. Können wir dann, wenn wir das nächste Mal in die Runde machen, können wir mal gucken. Aber wir werden jetzt hier erstmal die Aufnahmesession beenden. Und was haben wir hier? Ja, ein paar Erfahrungspunkte holen, komm. So. Werden hier die Aufnahmesession beenden und ich hoffe, wir sehen uns dann in den nächsten Folgen wieder. Bis dann, tschüss.